Ja, erst einmal herzlich willkommen bei dem kleinen Rundgang von unserem Mitsubishi Shogun. In unserem Fall heißt der gute Friedhelm. Am Fahrwerk ist noch nicht allzu viel passiert, auch mangels Masse und weil sie andere Sachen vorgezogen haben. Hier gibt es bis jetzt nur die 30 mm Spurverbreiterung, das heißt, die Reifen stehen außen schön bündig. Sieht besser aus als im Original, da sind die weiter im Radkasten. Ja, dann haben wir vorne oben am Dachträger 6x55 Watt H3 Halogenscheinwerfer verbaut. Ziemlich hell, wird aber später mal durch eine LED-Leitbar ersetzt. Halte ich für wesentlich besser, braucht auch nicht so viel Strom. Seitlich unterhalb der Markise, die Markise ist 2,50 m x 2 Meter, habe ich ebenfalls LED-Lichter verbaut, jeweils zwei Stück 12 Watt. Sind sehr hell. Reicht eigentlich wirklich zum Aufbauen oder ähnlichem, um die permanent anzuhaben, ist schon fast zu hell. Da stellen wir uns lieber eine kleine Laterne auf den Tisch. Die Verkabelung sowohl für die Arbeitslichter hinten, Arbeitslicht hinten und seitlich, die habe ich wirklich durch die Rohre geführt hier vom Dachträger. Ist ein bisschen Arbeit, aber erstens hat man jede Menge Kabelbinder gespart und wenn man am Rohrrahmen irgendwas vertaut oder vertauen muss, dann hat man da wirklich keine Kabel im Weg. Dann haben wir noch die Dachbox oben drauf von Fiamma. Die ist mit lediglich vier Gurten fest, dass man die zwischendurch mal runter nehmen kann. Die fahre ich also nicht ständig spazieren. Ja, das ist die Rückseite. Sieht man noch den Arbeitsscheinwerfer nochmal LED 24 Watt, die Rückfahrkamera und ganz wichtig ist die Steckdose von der Hängerkupplung. Die haben wir nach oben in den Stoßfänger verlegt, ja, damit der wirklich nicht hin durch den Dreck schrappt, wenn man Offroad unterwegs ist. Ganz wichtige Sache. Ja, was haben wir noch gemacht? Zum äußeren Erscheinungsbild natürlich ein bisschen Rostpflege, ebenfalls von unten rein äußerlich. Hier die Turboschnecke schön zu sehen und wir haben die Scheiben im erlaubten Maß rundrum getönt. Ne, gibt die entsprechenden Nummern für, so wie sich das gehört, werden auch im Handschuhfach mitgeführt, logischerweise. Ja. Kommen wir zum Innenraum bzw. Bett und Unterbau. Da haben wir die 260 Liter Boxen im eingeschobenen Zustand, die sich unterm Bett befinden. Hier nochmal im ausgeschobenen Zustand. Ja, oben drauf sieht man das zusammengefaltete Bett, ist also mit Scharnieren schön zusammengemacht. Also im Alltagsbereich einfach die Sitze hier umklappen nach vorne, die Rücksitze und die vorderen Sitze einfach nach vorne auch ein bisschen umklappen. So, und dann kann man die beiden Liegeflächen einfach nach vorne umklappen, so wie hier. Es kommt eine kleine Stütze vorne drunter, weil der Mittelteil liegt ja auf den Rückbänken auf und schon ist die Sache mit dem Bett geritzt. Ja, fertig ist die Liegefläche. Sieht man auch hier schön, ungefähr 1,40 mal 2 Meter. Und im hinteren Bereich gibt es dann rund um die Boxen Staufächer. Da haben wir links über dem Radkasten entsprechend ein Staufach. Da vorne ist zum Beispiel der Herd drin und die beiden Matratzen. Und rechts nochmal ein Staufach. So, kann man einfach oben den Deckel rausnehmen, kommt man schön dran. Ja, das Ganze wieder zu. An der Seite machen wir mal auf. Hier haben wir hier die Kleinteileträger rechts und links, damit die nicht alle in dem Radkasten so wahllos herumfliegen. Ja, die beiden Kleinteileträger kann ich noch nach oben rausnehmen. So, und dann kann man schön die Sachen in den Radkästen unten drunter auch noch verstauen. Ja, das Ganze, alle Deckel wieder zu und schon ist aufgeräumt. An der Innenseite der Heckklappe haben wir noch eine kleine Ablagefläche, so einen Tisch befestigt. Das werden wir sicher irgendwann nochmal vernünftig machen. Also, bis bald.